ganz herzlich hier auf dem Podium Gabriele Schlimper, die Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Berlin. Bitte schön. Ich begrüße ganz herzlich Rainer Waldokrat, Patientenfürsprecher am Unfallkrankenhaus hier in Berlin und auch Sprecher in weiteren Bereichen sozusagen in Brandenburg in diesem Thema. Herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich Bruno Rosuch, ehemaliger Präsident des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg und jetzt Referent für politische Kommunikation in demselben. Herzlich willkommen. Und ein Stuhl ist noch frei. Ich begrüße ganz herzlich Arne Dietz, der ehemals im Europaparlament für die SPD gesessen hat und jetzt in dem Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft Christinnen und Christen in der SPD ist. Herzlich willkommen. Ja, vielleicht gucken wir uns den Titel noch mal ganz kurz an. Wir sprechen ja von, also wir gucken, wo es, also welche Möglichkeiten für Gleichbehandlung es gibt. Da geht es auch eher um Gleichbehandlung als unbedingt nur um die Gleichberechtigung und wie man das politisch, nicht nur rechtlich, sondern eben breit politisch auch verändern kann. Und es geht um die Gleichbehandlung der Religion und Weltanschauungen, nicht so verbandspolitisch der Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften nur, sondern vor allem mit Blick auf das, was Herr Willems meinte, mit der Staat ist für alle da, auch diese Perspektive, für wen muss denn der Staat eigentlich da sein, wer steht denn da eigentlich dahinter und wer wird denn da, wenn nicht nur die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften ungleich behandelt, sondern auch die Menschen in einer Gesellschaft über diesen Mechanismus. Frau Schlimper, die erste Frage geht an Sie. Wir hatten es heute schon ein paar Mal, dieses Thema Neujustierung im Wohlfahrtsbereich, Ungleichbehandlung, die Frage, welche Rolle spielt eigentlich die Vorrangschaft freier Träger? Wie schätzen Sie denn das aus Sicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ein? Nehmen Sie diese Ungleichbehandlung wahr? Würden Sie diese Einschätzung teilen? Worin besteht die vor allem? Schönen guten Tag. Erst einmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier was sagen darf. Und bisher fand ich das alles sehr spannend. Bevor ich in meine Rolle schlüpfe als Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hier in Berlin, möchte ich noch mal was zu diesem Titel sagen und der heutigen Diskussion. Da steht 100 Jahre Trennung von Staat und Kirche in Deutschland. Das irritiert mich ein bisschen, weil für mich ist die Mauer, der Mauerfall ist 30 Jahre her und für mich ist das 30, ich bin ostdeutsch-sozialisiert und für mich ist das vom Gefühl her 30 Jahre Verquickung von Staat und Kirche. Das kannte ich von 1949, da habe ich es noch nicht gelebt. Aber bis zum Fall der Mauer gab es das nicht. Das heißt, wir reden hier, das ist hier heute eine bundesdeutsche Diskussion, und zwar von den alten Bundesländern. Und das ist eine Ausblendung des Überhelfens dieser Norm, die in der Bundesrepublik galt. Da gab es sicherlich historische Gründe, die wurden heute ausreichend diskutiert. Aber es wurde einfach komplett ausgeblendet, dass für Leute, die ostdeutsch sozialisiert sind, und das meine ich mit aller Kritik an diesem DDR-Unrechtsstaat. Aber das gab es nicht und immerhin haben dann trotzdem ist die friedliche Revolution maßgeblich auch in den Kirchen entstanden und Kirche hat das zur Verfügung gestellt. Also das ist mir heute, ich verstehe das alles und ich habe die historischen Diskussionen und bis zu Foucault hin alles nachvollzogen, das ist alles klug und richtig, nur das hat mir heute etwas ein bisschen gefehlt. Das ist jetzt war es schon wieder gut. Okay. Wir können es ja gerne auch nochmal aufgreifen. Aber deswegen bin ich ja jetzt nicht hier. Und zwar noch für diejenigen, die nicht so ganz wissen, was das Paritätische Wohlfahrtsverband ist, hier im Landesverband Berlin. Wir sind ein großer Wohlfahrtsverband. Wir haben 770 Organisationen hier in Berlin in der Mitgliedschaft, alles freie Organisationen. Wir sind konfessionsoffen, nicht konfessionslos. Und es arbeiten in Berlin in unseren Mitgliedern 55.000 Menschen hauptamtlich und über 30.000 ehrenamtlich. Das ist schon groß und ordentlich. Und natürlich gehört der Humanistische Verband auch zu unseren Mitgliedern, was uns natürlich riesig freut. Wir haben viele Organisationen in der Mitgliedschaft. Hier vielleicht ist Berlin auch eine Sonderrolle, die eben freie Träger sind, die sich weder einer Kirche zugeordnet fühlen, sonst wären sie wahrscheinlich, also zumindest nicht Diakonie und Caritas zugeordnet fühlen.
Und wir haben sehr viele andere Organisationen und einen großen Zuwachs an muslimischen Organisationen in der Mitgliedschaft. Und aus dieser Sicht heraus sehen sie schon ungleich behandelt, egal wie sie sich organisiert fühlen. Und ich mache mal ein kurzes Beispiel mit der Flüchtlingswelle 2015, 2016. Religionsgemeinschaften spielen grundsätzlich eine zentrale Rolle, wenn Menschen irgendwohin flüchten. Und gerade als die vielen Leute hierher gekommen sind, sind alles Muslime und Muslime, hierher gekommen und gerade in den Notunterkünften, wo sie da gelebt haben. Sie haben sich hingewendet und wollten zu ihren Imamen. Das waren arabische oder türkische, vor allen Dingen arabische Imame. Und die Moscheevereine oder die dahinter steckten, die hätten sich wirklich gewünscht, dass sie in irgendeiner Weise da auch in ihrem Engagement heftig gewertschätzt und unterstützt gefühlt hätten, auch von staatlicher Seite. Und das ist nicht passiert. Es bleibt ein großes Misstrauen, so deren Empfindung, ich erzähle das jetzt einfach mal, von primär christlich geprägten Behörden handeln, nach wie vor, gegenüber allem, was aus muslimischen Moscheevereinen und Gemeinden heraus entsteht, an sozialer, integrativer Arbeit. Wir scheitern in der Integration von staatlicher Seite her, wenn wir nicht da eine größere Gleichbehandlung und Förderung und Unterstützung deren soziale Arbeit, ohne dass das alles gleich hochrequalifizierte Sozialpädagogen sind, wenn wir die Fehler, die wir bei der Integration als damals andere Libanesen, Palästinenser gekommen sind, wenn wir diese Fehler jetzt wieder so machen, kann ich nur sagen, lassen wir ein Riesenpotenzial an religiöser Kapazität und Kompetenz liegen. Und ich kann nur appellieren daran, dass wir hier mal schauen, Unterschiede, es kann keine Struktur oder irgendwas, kann ja alles sein, dass die fühlen sich hier tatsächlich im Vergleich zu den Kirchen ungleich behandelt. Und für die Zukunft, ganz kurz noch, dann bin ich auch schon fertig, Mehrheitsgesellschaft, da wurde heute auch viel drüber gesagt und Historie und Christentum, ich verstehe das alles, aber 2015 waren 20% aller Neugeborenen waren Menschen mit Migrationshintergrund aus primär nicht-christlichen Ländern. Und 2016 waren es schon 25%. Wenn wir nach vorne schauen, werden sich Mehrheitsgesellschaften in Deutschland verschieben. Und dann müssen wir uns in der Tat mal darüber Gedanken machen, ob das Staat und Kirche, was ja primär eine christliche Diskussion ist, noch die Diskussion ist, die wir wirklich in Zukunft überhaupt noch quantitativ führen können. Das war's. Ja, vielen Dank. Eine Nachfrage noch. Jetzt haben Sie auch den Berliner Kontext, aber wie Sie sagen, es ist eine bundesweite Diskussion. Haben jetzt Beispiele genannt, vor allem wo Muslime unterversorgt sind im Wohlfahrtsbereich. Und ich denke, dass in Berlin, wo es unglaublich viele Konfessionsfreie gibt, inzwischen auch eine Reihe an Angeboten gibt, wo man nicht mehr jetzt von der Unterversorgung ganz pauschal reden kann im Vergleich zum Bundesgebiet. Aber wenn Sie jetzt mal, ich weiß nicht, ob das zu viel gefragt ist, aber das würde ich mir wünschen, dass Sie mal einmal sagen, wie nehmen Sie das wahr mit Blick auf die bundesweite Landschaft? Wie würden Sie die Versorgung oder Unterversorgung konfessionsfreier Menschen im Wohlfahrtssektor da einschätzen? Haben wir da auch ein Problem? Ja. Also ich sage mal so, aus Berliner Perspektive, wir können uns nicht beklagen, freie Träger in Berlin, ich habe Ihnen ja schon gesagt, die Größenordnung, mit der wir hier unterwegs sind, wir sind hier mit Abstand der größte und damit auch leistungsstarkste Wohlfahrtsverband hier in Berlin. Die Caritas spricht von Diaspora und wenn sie von Berlin spricht, und Diakonie ist schon auch noch stark. Wir haben hier schon eine Situation, das ist aber auch West-Berlin geschuldet, das ist Ost-Berlin geschuldet, der ganzen Historie, auch welche neue Initiativen im Ostteil der Stadt entstanden sind nach dem Fall der Mauer. Das war weitestgehend Bürgerinitiative, freie Initiative. Ich kann im Großen und Ganzen nicht sagen, dass es hier eine Benachteiligung von freien Trägern und konfessionslosen freien Trägern gibt im Verhältnis zu konfessionell oder religiös geprägten Organisationen, weil wir sind ja, wie gesagt, auch religionsoffen. Wir haben auch christlich geprägte Organisationen, die sich nicht wiederfinden in der evangelischen oder katholischen Kirche.
das kann ich, diese Ungleichbehandlung kann ich so nicht erkennen. Ich hätte andere Diskussionspunkte mit Ihnen, Herr Williams, auf einer anderen Ebene hinsichtlich der angedeuteten Fragestellung, ob der Staat wieder mehr in die Leistungserbringung einsteigen sollte. Da hätte ich viel Spaß, aber das ist nicht das Thema, sondern das gibt es hier nicht. Ich weiß aber von Kolleginnen aus Wohlfahrtsverbänden, aus dem Paritätischen Wohlfahrtsverband aus Bayern oder Nordrhein-Westfalen, da wird, egal was man mit dem Land vorher abspricht und aushandelt, das ist vorher schon längst geklärt mit dem Bischof. Da ist das nochmal eine andere Fragestellung, aber das ist hier nicht in Berlin so, das muss man schon fairerweise sagen. Und da hat Berlin den Vorteil, dass er eben mittendrin in dem Land liegt, wo zwischen 49 und 89 das hier nicht so ein Thema war. Vielen Dank. Ich wollte das nur noch mal aufmachen, weil wir in Berlin oft, glaube ich, einfach den Blick ein bisschen dafür verlieren, für die Problemlage, auch gerade von Konfessionsfreien im Bundesgebiet. Herr Waldokrat, Sie sind Patientenfürsprecher und wie sieht es aus? Wir haben ja vorhin über Anstaltsseelsorge gesprochen, wir haben über Seelsorge gesprochen. Es gibt ja in Krankenhäusern Seelsorge, zu der Sie auch Berührung haben. Wie schätzen Sie die Lage da ein mit Ihrer Arbeit vor Ort? Wie würden Sie dieses Gleichgewicht, Ungleichgewicht beschreiben? Gibt es da eine gute Versorgungslage? Wo sind vielleicht die größten Baustellen, die Sie so als Patientenfürsprecher ergeben? Und was macht eigentlich ein Patientenfürsprecher? Ja, also vielen Dank, dass ich auch hier reden darf. Ich bin seit über 6 Jahren Patientenfürsprecher des Unfallkrankenhauses in Marzahn-Hellersdorf. Ja, wie kommt man nur dazu? Das ist in Berlin so geregelt, dass man sich da bewerben kann und die örtlichen, die bezirklichen politischen Ebenen, also die BVVs, wählen dann unter den Bewerbern denjenigen aus, den sie am kompetentesten empfinden. Seit vorigem Jahr bin ich auch noch Patientenfürsprecher der Krankenhäuser in Bergisch-Oderland und auch Sprecher der Patientenfürsprecher vom Land Brandenburg. Allerdings werden in Brandenburg durch die Kliniken der Patientenfürsprecher geworben und dann quasi auch bestellt. Das ist grundsätzlich ja ein Ehrenamt. Im Gegensatz dazu sind ja die katholischen wie auch die evangelischen Seelsorger ja quasi fest bei der Kirche beschäftigt, aber sie sind eben wesentlich längere Zeiträume in der Woche eben da. Meine Arbeit beschränkt sich gerade im Unfallkrankenhaus in der Regel auf den einen Sprechtag, den ich habe, das sind etwa 2 Stunden die Woche. Und operative Sachen, wenn ich eben Anrufe kriege oder E-Mails, wo ich mich darum irgendwas da kümmern müsste, als ich anfing. Ich teile mir das Zimmer mit dem evangelischen Pfarrer, sagte dieser, der damalige evangelische Pfarrer zu mir, ich brauche mir keinen Kopf machen, er hat bisher alles für mich mitgemacht und so kann das ja auch bleiben. So, wir haben uns dann geeinigt, dass wir, wenn wir Sprechstunden haben, dass wir nicht zusammen im Zimmer sind und haben unsere Zeiten dann geklärt, dass also sozusagen der andere jeweils entweder unterwegs ist oder eben nicht da ist. Die erste Berührung gerade mit diesen Sachen hatte ich in meinem quasi mit ersten Fall, wo eine Frau auftauchte und sagte, mein Mann ist in einer Einrichtung der Diakonie gestorben. Er hat immer in der DDR gegen die Kirche gearbeitet und er wäre nie dorthin gegangen. Da habe ich überlegt, wie kriegst du das denn nun wieder geregelt? Und dann habe ich mich dank meines Amtes, ich gehöre nicht zum Krankenhaus, bemüht und habe die Unterlage besorgt, wo er unterschrieben hat, dass er in diese kirchliche Einrichtung gehen möchte. Habe das der Frau dann gezeigt? Ja, hat sie gesagt. Manche werden im Alter auch wunderlich oder kommen wieder darauf zurück, dass sie mal getauft wurden. Also so fing es eigentlich an und so habe ich meine, ich hatte keine Schulung, ich habe kein Schulungsprogramm und es gibt auch kein Schulungsmaterial, was macht ein Patientenfürsprecher. Und eigentlich die Probleme, die so auftauchten, die haben eigentlich dazu geführt, dass man also mit Akribie und auch ein bisschen mit Nachdruck eigentlich das alles so erlernt hat, was man eigentlich in diesem Ehrenamt braucht. Aber ich bin bloß, wie gesagt, einmal die Woche da. Es gibt aber auch Wochen, wo ich fast jeden Abend da bin oder jeden Tag da bin, wenn es eben Fälle sind, wo die Leute ihre Hilfe brauchen. Würden Sie sich denn als nicht religiöser Seelsorger verstehen in dieser Rolle als Patientenfürsprecher? Ja, doch. Gerade auch. Weil es gibt viele Menschen, gerade dem Einzugsgebiet und der territoriale Versorgungsauftrag, gerade das Unfallkrankenhaus steht ja für Marzahn-Hellersdorf und da ist die Zahl der Atheisten und der nicht-konfessionellen
München eben ziemlich hoch und die brauchen es. Die brauchen einen, der sagt, ich will nicht vom Pfaffen, sagen sie dann meistens hier, nicht beredet werden. Ich brauche einen, der mich versteht, der am besten auch hier aus dem gleichen, aus der gleichen Region kommt. Und das ist eben sehr, und wie gesagt, wir bräuchten dort eigentlich auch mehr Zeit vor Ort. Weil Sie sagten vorhin die Unfallseelsorge. Ja, können wir als Patientenfürsprecher nicht leisten. So, und wie gestaltet man nur die Arbeit als nicht professionell? Ich bin also kein Psychotherapeut, weil das vorhin ja angesprochen wurde. Ich bin eigentlich Diplomphysiker. Aber das ist ja auch ein bisschen so gewollt. Man will ja auch keine Verquickung gerade mit der Medizin haben. Dass man sagt, also ein ehemaliger Arzt, damit er noch ein bisschen Ehrenamtspauschale dazu kriegt, der soll mal jetzt Patientenfürsprecher machen. Das ist so ja gerade nicht gewollt. Und ich denke mal, ich habe da eine umfangreiche Arbeit und das ist insofern, das multipliziert sich. In dem Moment, wo du dich mehr kümmerst, wirst du auch mehr nachgefragt. Also es gibt auch Patientenfürsprecher, wie ich gehört habe, im Land Berlin, die haben im Prinzip keine Beschwerdefälle das ganze Jahr. Kann ich nicht glauben. Und das liegt ja nicht am Krankenhaus. Ne? Ja, spannende Frage, woran das auch liegt. Bevor wir nochmal gucken, wo welche Stellschrauben man eigentlich stellen müsste, möchte ich noch weiter sozusagen fragen, Bruno Usuch, hier sind ja nur ein paar Bereiche, in denen Ungleichbehandlung stattfindet oder sichtbar wird, auf dem Podium vertreten. Wir sind schon sowieso sehr groß, aber können natürlich nicht alles abdecken. Es gibt natürlich weit mehr. Jetzt ist es so, Herr Willem sagte das vorhin auch schon nochmal, jetzt ist es nicht so, dass der HVD unbedingt alle Konfessionsfreien repräsentiert, aber er tritt durchaus als Advokat der Konfessionsfreien ein für Bereiche, wo Ungleichbehandlung stattfindet und sichtbar ist. Wo findet die denn noch überall statt und wo sehen Sie das als am eklatantesten, die Ungleichbehandlung? Also das, mein Vorredner hat eben einen Bereich genannt, der wirklich eklatant ist, dass es in den Krankenhäusern keine humanistische Beratung gibt. Das ist in den Niederlanden, Herr Wolf hat das angesprochen, ganz anders. Dort gibt es selbstverständlich in allen Krankenhäusern neben den christlichen, jüdischen, muslimischen Beratern auch humanistische Berater in den Krankenhäusern. Und das ist auch unser Ziel in Berlin. Die Frage ist nur, wie man da hinkommt. Deshalb fordert der HVD unter anderem auch einen Staatsvertrag, um die Gleichbehandlung mit den Kirchen in allen Bereichen der Gesellschaft durchzusetzen. Ich möchte mal anhand des Erfolgsmodells Lebenskunde kurz schildern an drei Beispielen, wie kompliziert das Ganze auch im weitgehend konfessionsfreien Berlin war, die 66.000 Schüler zu erreichen, die wir heute haben. Die ersten 20 Jahre, ich bin von Anfang an dabei, als das Fach Lebenskunde 1984 wieder eingeführt wurde, damals in Neukölln. Die ersten 20 Jahre segelte der Lebenskundeunterricht unter dem Begriff Religionsunterricht. Das Wort Lebenskunde gab es überhaupt nicht in der Schulgesetzgebung. Wir machten also Religionsunterricht ohne Religion, juristisch gesprochen. Dann gelang es 1995 zum ersten Mal, den Begriff in das Lehrerbildungsgesetz aufzunehmen, gegen den erbitterten Widerstand der CDU, die damals mit der SPD eine große Koalition führte. Und bei der entscheidenden Abstimmung im Abgeordnetenhaus stimmte tatsächlich die CDU gegen ihren eigenen Koalitionspartner und die gesamte Opposition, weil sie nicht dafür war, dass die Lebenskunde in das Lehrerbildungsgesetz kam. Als wir in den 2000er Jahren die Lebenskunde in Brandenburg einführen wollten, bekamen wir eine scharfe Ablehnung der damaligen Landesregierung mit dem Argument, Lebenskunde gibt es nicht im Schulgesetz. Das Wort taucht hier nicht auf. Wir müssten vor das Landesverfassungsgericht gehen, um unsere Rechte auf Gleichbehandlung durchzusetzen. Und nun komme ich auf heute. Herr Willems hat vorhin die hochschulpolitische Landschaft und die theologischen Fakultäten genannt. Wir haben in Berlin an der Humboldt-Universität aktuell demnächst gut 20 theologische Lehrstühle, evangelische, katholische und muslimische, wenn sie demnächst alle besetzt werden. Und in Potsdam gibt es noch einen für jüdische Theologie. Aber wenn Sie irgendwo in Berlin oder in Brandenburg oder in Potsdam humanistische Lebenskunde studieren möchten, das gibt es überhaupt nicht, das taucht nicht auf. Und deshalb wird es an der Zeit, dass wir auch in der akademischen Ausbildung der Lebenskundelehrer, der humanistischen Berater etc. eine Gleichbehandlung bekommen,
entweder an einer Universität oder an einer eigenen Hochschule. Im Moment favorisieren wir das Letztere. Und am nächsten Samstag wird auf dem Landesparteitag der SPD ein entsprechender Antrag vorliegen, dass die Fraktion der SPD im Abgeordnetenhaus und die Senatoren der SPD aufgefordert werden, in dieser Frage der Gleichbehandlung zur akademischen Ausbildung der humanistischen Berater und Lebenskundelehrer sich entsprechend zu engagieren. Aber wie gesagt, auch im konfessionsfreien Berlin war das alles nicht selbstverständlich. Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, für diese Frage, wie mühselig das ist, so politische Prozesse anzustoßen, aber dass man ja im Fall Lebenskunde durchaus auch erfolgreich sein kann, wenn man einen langen Atem beweist. Eine kleine Zwischenfrage, bevor ich an Herrn Lietz komme, weil Sie das als letztes gerade angesprochen haben, mit der Humanistik an Hochschulen. Herr Willems, Sie sind ja jetzt selber an der Universität auch. Wie schätzen Sie denn das ein? Warum gibt es keine Humanistik an Hochschulen? Ist doch längst überfällig. Gibt es die Diskussion? Es ist ja gerade schon deutlich geworden, dass Berlin in gewisser Weise auch eine Sondersituation ist. Sie haben über 60.000 Schüler, die Sie mit dem Fach bedienen. Und meines Erachtens nach versteht es sich von selbst, wenn man ein solches, und das ist dann ja in gewisser Weise ein, dass man dann auch für die Ausbildung derjenigen Lehrkräfte sorgt, die das tun irgendwie. Und ich würde sagen, in dem Zusammenhang, also zumindest was die Ausbildung der Lehrkräfte anbelangt, braucht man dann an den Universitäten auch entsprechende Ausbildungskapazitäten, keine Frage. Was allerdings die Frage ist, wenn man jetzt mal von Berlin weggeht, also gehen wir mal nach Bayern, gehen wir nach Baden-Württemberg, gehen wir nach Nordrhein-Westfalen, wo, glaube ich, die Zahlen irgendwie der Humanisten nicht im gleichen Maße sind. Wenn es da Unterricht gäbe, fände ich auch. Aber die Frage ist, braucht es eigentlich ein Äquivalent zu, also wir haben ja sozusagen an theologischen Fakultäten sowohl Ausbildung von Religionslehrern, das ist aber auch nicht der Hauptteil, oder war lange Zeit jedenfalls nicht der Hauptteil, sondern die Ausbildung von Theologen. Und die Frage ist irgendwie, ob Ihre Forderung auch so weit geht zu sagen, wir brauchen eigentlich in gewisser Weise Spezialisten, das ist jetzt nicht pejorativ gemeint, für humanistische Ideologieproduktion, also die in gewisser Weise so ähnlich konfessionell gebunden sind und gar keine neutrale Wissenschaft machen, sondern sozusagen positionell das. Ja, kleinen Moment, ja doch, ganz kurz, aber und ansonsten, ja, weil sonst, also jetzt übergehe ich Herrn Lietz, so, ja, machen Sie das gerne. Natürlich brauchst du das. Herr Wolf hat das schön formuliert, die Sorge um den Menschen, um sich selbst. Das ist nicht eine Aufgabe im engen Sinne der Philosophie, der Soziologie, der Psychologe etc. Das sind wichtige Zusatzwissenschaften, aber es braucht es. Die neue stellvertretende Leiterin der Humanistischen Akademie, also als Mitveranstalter heute, kommt aus Holland. Die hat an der Humanistischen Universität in Utrecht Lebensberatung und Humanistik studiert. Die ist dafür qualifiziert, in solchen Einrichtungen humanistische Beratung zu machen. Also das Pendant zur Theologie. Vielen Dank. Wir haben verschiedene Beispiele für Ungleichbehandlung oder ungleiche Repräsentation auch von Interessen oder unterschiedliche Bedienung von auch Interessen und Bedarfen in der Gesellschaft. Diese ungleiche Repräsentation, Herr Lietz, findet sich ja auch in der Politik irgendwie wieder. Wir hatten das vorhin gerade im Publikum, deswegen kam mir die Frage sogleich, es gibt ja einen Arbeitskreis Christen und Christinnen in der SPD, den Sie haben. Ich glaube, es gibt auch einen jüdischen und einen muslimischen Arbeitskreis. Ist es in so einem ja, pluralisierten, immer säkularer werdenden Deutschland nicht einfach auch Zeit, dass es irgendwie so einen Arbeitskreis Humanistinnen oder Säkulare in der SPD gibt? Ist das nicht überfällig? Das entscheidet jede Partei für sich. Und dementsprechend ist das eine Frage, die diskutiert wird in der Partei. Aber hier geht es eben ganz klar darum, aktuell, dass die verschiedenen Religionen sozusagen Zugehörigkeiten, die sich Parteimitglieder selber stellen, jetzt nicht dort praktizieren, sondern sie wollen eben ihre Diskussionen mit einbringen in diesen Religionsdiskurs, innerhalb sozusagen der Parteidebatte. Sie haben das ganz gut, glaube ich, auf den Punkt gebracht, wo wir aktuell den Status haben. Und ich befürworte absolut, dass wir einen Diskurs brauchen, der sozusagen religionspolitisch sehr breit geführt wird, in der Vielfalt eben des positiven Pluralismus ist, der auch heute angesprochen wurde, als auch in der Spezifika, wo wir zu verschiedenen Themenfeldern absolut blank sind, weil sich die Sachen einfach weiterentwickelt haben. Und
man kann nicht ausschließen, dass sich das nicht auch innerhalb der SPD oder in anderen Parteien, da gibt es ja auch parteipolitische Gruppen, verändern wird. Aber aktuell ist der Stand der, dass die Partei das so nicht entschieden hat. Und es gibt ja auch eine Gruppe heute unter uns, die aus Hamburg und aus Bonn, glaube ich, mit dabei sind, die weiterhin dafür einstehen. Und das ist ganz normal in einer großen Partei, dass es hier verschiedene Felder gibt. Und von daher Glück auf für die Diskussion. Parteien müssen sich auch weiterentwickeln, beziehungsweise müssen auch Diskurse führen. Ja, vielen Dank. Jetzt sind Sie lange im Europaparlament gewesen. Wir haben vorhin schon einmal angesprochen, Frieda Otto-Wolf hat das gesagt, wie divers eigentlich auch die Lage in Europa ist. Gibt es religionspolitische Diskussionen, die Diskussion um Gleichbehandlung, Ungleichbehandlung, um Repräsentation, um Förderung, gibt es die auch auf europäischer Ebene? Wie ist die Lage, wenn man da so ein Stück weiter nach oben fliegt und guckt? Also ich habe selber einen Antrag eingebracht, oder keinen Antrag, sondern eigentlich haben wir 100 Abgeordnete gesucht aus allen Parteien, aus allen Religions- und Nicht-Religionsgemeinschaften, die Frage der Religionsfreiheit, aber auch der Einbeziehung eben aller anderen Gruppen mit zu bedenken und dafür einzustehen, dass Europa dafür selber einsteht, als auch weltweit darum kämpft, eben auch keiner Religion hinzugehören und das auch ganz klar mit manifestiert. Und das sind so Diskussionen, die wir im Europaparlament geführt haben. Was heute wenig zur Sprache kam, ist auch die europäische, mittlerweile auch gesetzliche Einschätzung, was Religionsgemeinschaften, was Wertegemeinschaften, was inhaltliche Gruppen sozusagen auch innerhalb der gesetzlichen Rahmen bedeuten können. Ich glaube, wir brauchen auch eine europäische Debatte hierbei. Sie haben Utrecht angesprochen, also wir haben ganz andere Kulturen, auch querbeet. Und ich möchte einen Punkt nochmal aufgreifen, der mir besonders wichtig ist. Frau Schlimper hatte gesagt, sozusagen, dass es einen Ost-West-Unterschied gibt, einfach vor dem Hintergrund der auch historischen Erfahrung. Ich bin selber Pfarrerskind aus Mecklenburg und für mich war der Punkt doch erstmal relativ befremdlich, dass es konfessionsgebundenen Unterricht gibt. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir auch gerade in Ostdeutschland, wo wir, also ich komme aus Sachsen-Anhalt, da haben wir 18% Religionszugehörigkeit, letztendlich einen ganz starken religionsvermittelnden Diskurs auch im Unterricht brauchen, der über Religion auch aufklärt, der diese Normalität der religiösen auch Lesart von unserer historischen, von unserer eigenen Historie eben auch gewisse Prägungen zu haben, ein bisschen in Kunst und Kultur, was vorhin angesprochen ist, aber auch darüber hinaus, wo sind Grundwerte, Muster oder wie ist überhaupt sozusagen unsere Staatlichkeit bis hin zu kulturellen Fragen aufgebaut. Und dementsprechend würde ich mir wünschen, dass wir das, was in Berlin über Jahrzehnte jetzt durchgekämpft wurde, wird auch weiterhin als Herr Wolf, ich würde das nicht freiwillig belassen, sondern ich finde, es ist wichtig, dass gerade vor dem Hintergrund, und das erlebe ich insbesondere in Ostdeutschland in Diskursen, die teilweise nicht adäquat geführt werden können, weil überhaupt kein Grundwissen da ist, auch über Muslime oder die AfD mit dem Schreckgespenst, Muslime überrennen uns in Deutschland, hier Politik gemacht wird. Und zwar katastrophale, einseitige Politik, schöne Grüße. Und dementsprechend würde ich mir wünschen, dass wir einen verpflichtenden Unterricht haben, der alle Schülerinnen und Schüler erreicht, die sich ihrerseits mit Religion mit auseinandersetzen müssen, und zwar wegen des öffentlichen Diskurses, den wir brauchen, und zwar weit über alle, auch Religionen hinaus, eben auch andere Gruppen mit einzuspielen. Vielen Dank. Ja, Sie dürfen gerne was dazu sagen und danach. Ich habe noch viele Fragen an Sie, aber ich würde die erstmal zurückstellen, damit Sie auch zu Wort kommen. Und Sie können gerne sich schon mal überlegen, wer was beitragen möchte. Und bevor Sie dran sind, darf Frau Schlimper jetzt aber ganz kurz noch mal darauf reagieren, weil sie, ja, ist Bewegung. Ja, das finde ich auch, unterstütze ich, das ist ja gar nicht die Frage, sondern wir brauchen in der Tat eine neue Diskussion über Gemeinschaften in dieser Gesellschaft. Wir haben diese Radikalisierungen. Und da kann man immer noch drüber nachdenken, was hat das mit dieser neuen Zeit zu tun. Wir haben eine Individualisierung, Pluralisierung, alles das haben wir schon gehört. Und wir müssen eine Diskussion über die Bedeutung wieder von Gemeinschaften. Und zwar, ich meine nicht Facebook-Gemeinschaften, sondern ich meine das haptische Miteinander. Miteinander sich begegnen, Menschen wieder begegnen. Und natürlich waren über viele Jahre hinweg, auch im Osten, waren auch Gemeinden, junge Gemeinden, in Jena zum Beispiel, da wo ich herkomme, waren Orte, wo man sich begegnen konnte und in einem Freiraum Dinge miteinander leben konnte. Und heute ist es eben so, wir erleben eben auch insbesondere in der Jugendarbeit, aber auch in der Arbeit mit Erwachsenen in schwierigen Lebenslagen, dass denen das
der Vorteil vom Sein in Gemeinschaften verloren gegangen ist. Und das hat auch eine religiöse Dimension. Und da in der Tat, da nochmal zu schauen, die Bedeutung von Gemeinschaften, auch wieder mal mehr das Gemeinwesen, wieder mehr in die Bildung reinzubringen, auch in Gegenden, bei denen das jetzt kein Thema mehr ist. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber dann im Minimum so, dass es da eine Gleichwertigkeit gibt von unterschiedlichen Gemeinschaftsmöglichkeiten. Und da ist eben die zentrale Fragestellung des Humanismus, der ja breit verankert ist in unserer Gesellschaft, dass wirklich etwas ist, was mit unserer, ich sage es jetzt mal so, mit unserem kulturellen Verständnis den größten Konsens hat, der humanistische Gedanken, dass dieser auch zeitnah wieder auch in solchen Wertediskussionen überall auch geführt wird. Da bin ich ja ganz bei Ihnen. Und dann kann man auch jede Religion gleichermaßen mit lehren, mit einer möglichen Distanz. Und dazu gehört eben, und das kann eben jemand machen, der möglicherweise selber nicht unbedingt einer dieser Religionen angehört, die er da lehren soll, um die nötige Distanz dann auch zu haben. Deswegen unterstütze ich ganz heftig den Ansatz, darüber nachzudenken, inwiefern die Philosophie des Humanismus, des humanistischen Ansatzes, auch von früh an, aber auch bis auf akademischem Niveau, auch nochmal gestärkt wird und auch umgesetzt wird. Das war mir nochmal wichtig. Vielen Dank. Ich habe jetzt Platz für Applaus, ist immer. Sie sind ein ganz engagiertes Publikum mit vielen Fragen. Ich sehe auch, dass Sie ganz viele haben. Jetzt muss ich mir einmal gucken, ich würde Sie bitten, zum Mikro hinzugehen. Und vielleicht fangen Sie einfach. Ich muss aber sagen, Herr Beck, Sie waren schon dran. Bei mir dürfen immer die Leute, die noch nichts gesagt haben, zuerst mal sagen. Und dann dürfen Sie. Sie waren auch schon dran, dann sind Sie als Erster. Ich will Sie nicht abwürgen. Ich möchte nur, dass möglichst viele verschiedene Leute auch zu Wort kommen. Ich möchte die Diskussion um eine Ebene erweitern. Und zwar, wir reden hier immer von Institutionen, Organisationen und so weiter. Ich möchte mal eine Ebene, und zwar der Arbeitnehmer. Und zwar, wir haben in bestimmten Regionen der Bundesrepublik eine Situation, wo die Kirche fast ein Monopol in bestimmten Bereichen hat. Zum Beispiel in NRW oder auch in Bayern. Das heißt, die kirchlichen Träger betreiben die Krankenhäuser und auch die sozialen Einrichtungen. Jetzt hat der eine oder andere vielleicht von Ihnen mitbekommen, diesen berühmten Chefarztfall, der quasi in einem Ping-Pong Spiel zwischen dem Bundesarbeitsgericht und dem Bundesverfassungsgericht hin und her gegangen ist, wo es darum um die Frage geht, wie, was sind eigentlich die Loyalitätspflichten eines Chefarztes und so, und da hat, wie Sie ja wissen, das Bundesarbeitsgericht Bedenken hat, dass die Kündigung rechtmäßig ist, das Bundesverfassungsgericht hat es bejaht. Dann hat das BAG den Trick gemacht, Sie hat es dem EuGH vorgelegt und der EuGH, der hat dann entschieden, dass hier wohl der Chefarzt, was die Tätigkeit eines Chefarztes wenig mit dem Verkündungsauftrag der Kirche zu tun hat, hat es an das BAG zurückverwiesen. Das BAG hat dann die Kündigung für rechtsunwirksam erklärt. Das heißt, grundsätzlich bin ich, so wie der Herr Willems gesagt hat, eigentlich gar nicht dagegen, gegen dieses Kooperationsmodell. Aber wir haben in unserer Rechtsordnung, insbesondere im Arbeitsrecht, im Betriebsverfassungsgesetz, das hat auch jemand von Ihnen gesagt, hier Zustände, die nicht mehr zeitgemäß sind. Und wenn man das auf die europäische Ebene transferiert, im Grunde genommen mit den Richtlinien und auch mit den rechtlichen Grundlagen der europäischen Gemeinschaft nicht mehr kompatibel ist. Und hier müsste meines Erachtens nach eine dringende Anpassung stattfinden, dass hier Arbeitnehmer bzw. Beschäftigte zu Tausenden, zu Hunderttausenden nicht gezwungen sind, in eine Religionsgemeinschaft einzutreten, um einen Arbeitsplatz zu bekommen, sondern auch Religionsfreiheit bedeutet, auch in keine Religionsgemeinschaft einzutreten. Vielen Dank. Ich würde gerne wie vorhin ein paar Fragen sammeln und sie dann zurück hierher geben. Deswegen würde ich gerne meine Gäste auf dem Podium bitten, wenn sie sich angesprochen fühlen, von einer Frage sich eine kurze Notiz zu machen, und wir sammeln aber erst mal, damit Sie möglichst viel zu Wort kommen. Jetzt muss ich mal gucken, der Herr neben Ihnen hatte sich gemeldet. Dann geben Sie mir noch mal kurz ein Signal, gehen wir hier rüber. Die Dame da ganz hinten als Erstes.
möchte anknüpfen an meinen Vorredner. Wo kommen gesellschaftliche und kirchliche Interessen zusammen und wo stoßen sie gegeneinander? Also ich selber bin Theologin, habe 15 Jahre in Frankreich als evangelische Theologin Dienst gemacht und ich kann das, die Praxis und die Theorie in Frankreich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und das ist eine andere Art von Kirche, die da lebt, die nicht subventioniert wird, die alleine für sich selber sowohl materiell wie auch spirituell verantwortlich ist und die nicht abhängig ist von der, ich sage jetzt einfach mal nur vom Staat. Und von daher stehe ich auch gegen die Militärseelsorge und anderes, weil die Kirche sich da in die Staatsräson begibt. Und sie kann dann nicht mehr, ich komme von Bonhoeffer her, kann dann nicht mehr das, was sie als theologisch gut und richtig empfindet, entsprechend vertreten. Ich komme auf ein Berliner Problem, wo gesellschaftliche Interessen und kirchliche Interessen aufeinanderprallen. Und das ist die Hedwigskathedrale. Hier hat die katholische Kirche mit der Argumentation des Selbstbestimmungsrechts, die sich dann auch der Kultursenator zu eigen gemacht hat, über gesellschaftliche Interessen hinweggesetzt und sie gestaltet einen denkmalgeschützten Raum um, ist dabei, den zu zerstören, obwohl sie keine Baugenehmigung und auch nicht mal einen Bauantrag gestellt hat. Aber das wird gedeckt unter dem Label, unter der Überschrift Selbstbestimmungsrecht der Kirche. Und wir möchten das gesellschaftliche Interesse an denkmalgeschützten Räumen aufrechterhalten. Dankeschön. Muss ich mal gucken, hier in der Ecke war noch ja, dann Frau Neumann und dann würde ich nochmal hier wieder rübergehen zu Ihnen, dass Sie noch dran kommen. Und dann machen wir die drei Wortmeldungen und dann gehen wir zurück aufs Podium nochmal. Ja, vielen Dank, obwohl ich auch schon kurz gesprochen habe heute. Ich werde es versuchen, ganz kurz zu machen. Ich habe den ersten Punkt zum Thema, was hier eben auch nochmal anklang bei Herrn Willems. Sport und Kulturförderung wird gleichgesetzt mit der Religionsförderung und es wird gesagt, dass es doch gut und nützlich ist und gefördert werden kann. Das sind aber aus verfassungsrechtlicher Sicht zwei Paar Schuhe und so müssen wir die auch behandeln. Ja? Sport und Kulturförderung ist in der Regel in der Kommunalordnung geregelt, soll gefördert werden. Für das Thema Religionsförderung gibt es aber im Grundgesetz, Bundesrecht bricht Landesrecht, ganz spezielle Regelungen. Und da gibt es eben das Neutralitätsgebot und das Trennungsgebot. Und im Übrigen ist das auch durch die an sich sehr kirchen- und religionsfreundliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts abgesichert. Da hat es nämlich ganz klar auch schon wiederholt geheißen, dass der Gedanke der Fürsorge des Staates in Glaubensangelegenheiten dem Grundgesetz eben fremd ist. Und insofern muss man diese zwei Dinge schon sehr auseinanderhalten. Dann noch ganz kurz der zweite Punkt, Stichwort Sozialhilfeurteil. Genau das ist auch das, wofür ich mich stark machen würde und wo wir auch mal diskutieren könnten, wie man da eine Reform wirklich angehen kann, konkret. Es geht nämlich konkret um das Angebotsmonopol. Das haben Sie ja auch nicht bestritten, Herr Beck, dass es ein Angebotsmonopol gibt. Caritas und Diakonie sind nach dem deutschen Staat die zweitgrößten Arbeitgeber. Es sind 1,3 Millionen Beschäftigte, die dort arbeiten. Und dort werden eben die fundamentalen Arbeitnehmerrechte nicht eingehalten. Und was ist beispielsweise auch, das ist sehr plastisch, mit den ehemaligen Heimkindern in Bayern, in NRW? Die haben eine wahnsinnige Angst, das wissen wir aus Gesprächen, davor, dass sie jetzt auch im Alter wieder in ein kirchliches Altenheim kommen müssen, weil es einfach keine anderen gibt. Und da müssen wir uns wirklich überlegen, wie können wir das in die politische Diskussion bringen, dass eben dieses Angebotsmonopol
der konfessionellen Träger, dass das eben gebrochen wird. Und da die Politik, wir haben leider keinen Politiker heute hier, keinen Rechtspolitiker, religionspolitischen Sprecher, aber da die Politik, da teile ich die Einschätzung von Herrn Willems, da im Moment ziemlich untätig ist, fast so untätig wie beim Thema Staatsleistung, würde ich das sehr begrüßen, dass wir das anstreben, dass es eine gesellschaftliche Debatte gibt, weil dann wird die Politik sozusagen gezwungen, darauf zu reagieren. Und da denke ich auch, wenn wir schon einen Vertreter einer politischen Stiftung hier haben heute, Herr Engels, das wäre vielleicht auch eine Aufgabe für die Stiftung, wo die sich mal stark machen könnten, dass es vielleicht so eine Kommission gibt, die die gesellschaftliche Debatte aufgreift. Vielen Dank. Wir leisten ja auch mit dieser Veranstaltung schon ein bisschen einen Diskussionsimpuls, von dem wir uns natürlich freuen, wenn er nicht heute zu Ende ist, sondern weitergeht. Ich habe, Herr Beck, ganz kleinen Moment. Ich bin ganz unhöflich, ich weiß, aber ich habe mir... Es ist noch unhöflicher, als dass ich noch eine Wortmeldung übersehen habe. Hier vorne der Herr im gelben T-Shirt. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich hätte einen Vorschlag. Wir wissen ja, dass Europa christlich-jüdisches Abendland christlich-jüdisch geprägt ist. Aber ich war mal in Kanada und ich habe da eine sehr schöne Inspiration erfahren. Es gibt an Feiertagen, es gibt keinen Sonntag. Das heißt, jeder entscheidet, wann er sich frei nimmt. Also grundsätzlich wird 7 Tage die Woche gearbeitet, aber die Arbeitgeber suchen sich dann einen Tag aus, in dem sein Betrieb Feiertag macht. Das muss man dann durch bestimmte Regeln innerhalb der Firma ausmachen. Ich weiß natürlich, Sie haben von Durchsetzbarkeit und Praktikabilität gesprochen. Natürlich ist das ein Punkt, aber das ist doch ein schöner Impuls. Ja, vielen Dank. So, Herr Beck. Ich wollte eigentlich auf Frau Schlimper von Ihrem Eingangsstatement eingehen. Sie haben angemahnt, was ich im Grundsatz teile, dass man den muslimischen Gemeinschaften natürlich auf eigener Augenhöhe gleiche Rechte und gleiche Verwirklichungschancen einräumen muss. Aber man muss schon mal gucken, warum sind die bislang nicht als Religionsgemeinschaften vom Staat erkannt oder anerkannt. Und wenn wir jetzt gerade in dieser Woche gucken, in 1400 Moscheen in diesem Land wurde zentral für den Sieg der Türkei im völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Syrien gebetet. Über so etwas können wir nicht hinwegschauen. Es gibt schon gute Gründe, warum man bei muslimischen Akteuren erstmal hinterschauen muss, was außer dem Islam noch hinter dem Klingelschild sich verbirgt. Und wenn wir dann naiv sind, dann stärken wir Leute, wo man dann hinterher mit Extremismusprävention wieder aufräumen muss, was man vorne mit einer vordergründigen Naivität da zur Seite geschafft hat. Und da rate ich dazu, auch von den sozialen Trägern und den Wohlfahrtsverbänden zu gucken, mit wem arbeite ich wie zusammen. Ich bin im Zweifelsfall immer fürs Zusammenarbeiten und für den Dialog, aber ich muss mir bewusst sein, mit wem habe ich es zu tun? Mit dem grauen Wolf? Wir würden hier in Deutschland nie mit NPD-Leuten zusammen Wohlfahrtsprojekte machen. Graue Wölfe sind aber quasi die türkische Version der NPD. Arbeite ich mit einem Muslimbruder zusammen oder ist es direkt der türkische Staat über die DITIB und Diyanet? Und ich rate dazu, ein bisschen bewusster in dieser Debatte umzugehen. Der Gleichstellungsanspruch der Muslime darf nicht in Frage gestellt werden. Aber Gleichstellung heißt auch, dass es keine Verquickung von Politik und Religion in dieser Form geben darf. Wir würden nie zulassen, dass die SPD oder die CDU oder die Grünen hier ihre eigenen Kirchen gründen und dann sagen, wir wollen jetzt aber als Kirche im Rahmen des Religionsverfassungsrechts mit dem Staat kooperieren. Fände jeder eine Schnapsidee. Bei den muslimischen Verbänden ist aber das genau zum Teil der Status quo. Da wollte ich nur ein bisschen sensibilisieren für die Debatte, weil Gleichstellung setzt nicht nur voraus, dass das Ziel klar ist der Gleichberechtigung, sondern die Voraussetzungen müssen auch von allen gleichermaßen eingehalten werden. Und man sieht schön an den Diskussionen und Vorschlägen, es gefällt mir sehr gut von Seiten des Humanistischen Verbandes, dass man sagt, wo haben wir Anknüpfungspunkte und Entfaltungspunkte
Bedarfe, die uns verwehrt werden, und da wollen wir gleich behandelt werden. Das ist ein legitimer Anspruch und bei Ihnen bestehen keine Bedenken, dass das zu irgendetwas Unguten führt. Bei muslimischen Organisationen muss man schauen, mit wem man es genau zu tun hat. Vielen Dank. Ich nehme Sie als letzte Wortmeldung dazu. Ich habe gesehen, Sie vorne, ich habe Sie alle drei gesehen. Wir machen dann eine zweite Runde und dann dürfen Sie als Erste dran. Ach, Frieda, ja, Entschuldigung, aber du hast vorhin schon reden dürfen. Da wartest du auch noch was nachher. Die Beiträge auf dem Podium zeigen sehr schön, wie viel gesellschaftlichen Diskussionsbedarf es in diesen Fragen gibt und wie sehr inzwischen die Selbstdefinition, was Menschsein heißt und verantwortetes Menschsein, inzwischen auch auseinandergedriftet sind. Und Frau Schemmer, Sie haben das angesprochen für die Bürger, die 1990 zu uns gekommen sind, der ehemaligen DDR, die ja mehrheitlich ein protestantisch geprägtes Gebiet war, und die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Lausitz hat genau darüber vor wenigen Wochen ein Seminar gemacht und ich habe daran teilgenommen und da kamen eine Menge Aspekte zur Sprache, die in der öffentlich atheistischen DDR ein Bild erzeugt haben durch das Machtmonopol der SED, als habe man den staatlich verorteten Atheismus erfolgreich durchgesetzt. Also in dieser Tagung kamen unendlich viele Beispiele, wie sehr gerade die DDR, die ja, obwohl wir sie heute einen Unrechtsstaat nennen, aber doch ein Kulturstaat sein wollte, jetzt in einem gewissen Zugzwang war, zum Beispiel mit der Musik. Bach kann man nicht verstehen ohne Theologie. Also kriegten die Musiker, hochentwickelte Leute, zusätzliche Angebote zum religiösen Verständnis von Bach. Genauso war es in der Kunstgeschichte, es war auch in der Literaturgeschichte so. Also es kommt durch die Hintertür immer wieder herein, dass wir unseren eigenen kulturellen Zusammenhang nicht verstehen können, wenn wir den religiösen Hintergrund nicht lernen, wieder zu dechiffrieren. Und für diejenigen unter uns, die so gerne jetzt die antireligiöse Schiene fahren, ich sage das mal in Anführungsstrichen, 1919 hatte Hugo Preuß als Jude ja die Verfassung gemacht. Er war der beste Kenner unseres Landes im Vergleich der vorhandenen Verfassungen, die es in dieser Zeit zu dieser Welt gab. Verfassungen sind ja alle alt. Und er hatte verstanden und hat das im verfassungsgebenden Ausschuss auch vertreten, dass unserer Geschichte am meisten gemäß ist ein Kooperationsmodell. Und er hatte weiter verstanden, dass es am schwierigsten ist, den protestantischen Bevölkerungsteil an diesen neuen Staat, die Republik, heranzuführen, da sie besondere Bindungen hatte an den Summus Episcopus, und das war der preußische König. Und er war das seit, Sie lächeln, aber für den protestantischen Bevölkerungsteil war das ein erhebliches Minus im Hinblick auf eine säkular sich verstehende Republik. Und die Versuche der Republik, ihnen entgegenzukommen mit dem Artikel 138, das sage ich für unsere Referentin vom Anfang, war etwas, was das Protestantentum völlig überraschte. So viel Entgegenkommen und so viel Schutz für sich selbst hätten sie niemals erwartet. Das hat aber keineswegs dazu geführt, dass man jetzt die Republik bejahte, sondern die ehemals konservativ-protestantischen Parteien begaben sich in die Deutsch-Nationale Volkspartei. Auch die Deutsche Volkspartei war mit ihren protestantischen Teilen nicht gerade republikfreundlich und so weiter. Und wenn die Bundesrepublik 1949 mit der CDU, die niemals meine Partei war, wir waren immer Sozialdemokraten, jetzt die Christen zusammenfasste, war das etwas, was bisher in unserer Geschichte nicht angelegt war. Man war nämlich Gegner und auch Feind. Und das war das Neue, was die Bundesrepublik versucht hat. Das mag heute für viele von uns nicht mehr bedeutsam sein, aber für die Begründung dieser Republik war es wichtig. Und man missversteht sie, wenn man diese Zusammenhänge nicht kennt. Und mir ist es sehr wichtig, das hier zu sagen, in sozialdemokratischer Umgebung als Sozialdemokratin. Vielen Dank auch nochmal für diesen historischen Blick. Nichtsdestotrotz ist natürlich jetzt eine andere Situation da. Sie haben ganz vielfältig Beiträge geleistet, Fragen gestellt. Es fällt mir jetzt total schwer zu bestimmen, wer von Ihnen hier auf dem Podium auf was antworten soll. Aber fühlen Sie sich frei, einfach auf die Fragen was zu sagen, wo Sie sich angesprochen fühlen. Frau Schlimbram. Ich finde, vordergründige Naivität ist natürlich klasse, Herr Beck.
Also Sie dürfen uns eine gewisse Vielschichtigkeit und kritische Reflexion auch durchaus unterstellen. Und ich bleibe aber dabei, ich war in den Flüchtlingsunterkünften 2015, 2016, als da 400 Leute oder 500 Leute in großen Turnhallen eingesperrt waren. Und die haben alle nach ihrem Imam gerufen. Und wir hätten damals als Gesellschaft, nicht als Wohlfahrtsverband, wir haben ja versucht, mit unseren Strukturen reinzugehen. Und da hat Caritas und Diakonie haben riesen Leistung gemacht. Die jüdische Gemeinde ist aufgelaufen ohne Ende, um sich zu engagieren. Hätten wir in dieser Zeit, ich meine das nur integrationspolitisch, verstärkt auf Moscheevereine oder muslimische Vereine aktiv zugehen müssen, um sie zu unterstützen, dass sie auch finanziell zu unterstützen, dass sie reingehen und Teile der Integrationspolitik leisten sollen. Das ist nicht erfolgt. Und ich meine das nur, wir sollten daraus lernen, um zukünftig mal zu schauen, wenn wir das nicht erfolgen, weil das nicht erfolgt ist, halte ich das mit als einen Grund dafür, warum diese Radikalisierung auch durchaus in diesem Verein auch stattfindet. Einbinden und Ausgrenzen sind zwei verschiedene Sachen und ich mache das jetzt auch so pointiert, um das auch als Gegenposition darzustellen. Ich sage Ihnen aber ganz klar und deutlich, natürlich habe ich auch insbesondere als Frau keine Lust darauf, mit irgendwelchen Panther mich auseinanderzusetzen und deren Position abzuarbeiten. Null, na, Daniente, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das wollte ich dann nochmal an der Stelle ganz, ganz konkret sagen. Und was nochmal die Vorherrschaft von Diakonie und Caritas als zweitgrößten Arbeitgeber angeht und diese eklatante, fundamentale Arbeitnehmerrechte weggetan werden. In meiner sonstigen, also in meiner nebenberuflichen Tätigkeit bin ich Gastprofessorin an der Universität in Österreich und staatlichen Universität. Und da betreue ich jetzt zurzeit unter anderem eine Masterarbeit eines Absolventen aus Niedersachsen, der bei einem großen Diakonieträger ist, und der untersucht die Bedeutung, finde ich ganz müde, ganz interessant, die Bedeutung der christlichen Werte einer großen Diakonieeinrichtung bei der eigenen Belegschaft. Das Ergebnis ist erschreckend für die Diakonie. Weil mittlerweile der Fachkräftemangel determiniert, wo der Zug hingeht. Da finden längst die Diskussionen, werden längst ganz woanders, die finden da längst statt, was hier die Fragestellung ist. Auch da könnte man nochmal drüber nachdenken, das auch nochmal stärker zu heben. Auch die konfessionell geprägten Arbeitgeber haben mittlerweile ein großes Problem damit, dass sie ihre Werte, für die sie eigentlich stehen, in der eigenen Belegschaft eigentlich überhaupt noch wiederfinden. Bruno Ossoch. Ich würde gerne zu zwei Beiträgen etwas sagen. Das eine nochmal zum Stichwort Arbeitsrecht. Ich denke auch, es kann nicht so weitergehen, dass das so eng ausgelegt wird. Ich finde, der Tendenzschutzparagraf kann nur im engen Sinne auf den engen Verkündigungsbereich beschränkt werden. Also weder ein Arzt noch ein Hausmeister noch eine Kita-Erzieherin gehört dazu. Und deshalb hat uns auch der HVD, als er vom Verein zu Körperschaftsrechte wechselte, den Betriebsrat beibehalten, weil wir die Arbeitnehmerrechte für ganz wichtig erachten. Und dann hat jemand, das war glaube ich die Kollegin aus Frankreich, zur Frage, was ist eigentlich das Gemeinsame, etwas gesagt. Also das finde ich eine ganz, ganz wichtige Fragestellung. Man könnte ja heute ja annehmen, dass es einen starken antireligiösen Impuls unter den weltlichen Humanisten, Säkularen etc. gibt. Also ich kann jedenfalls für den humanistischen Verband sagen, die haben keinen antireligiösen Impuls. Das sage ich ganz bewusst auch zu den Vertreterinnen und Vertretern der Kirchen, die heute zum Glück auch dabei sind. Der Freidenkerverband hatte früher offensichtlich aufgrund historischer Umstände der engen Verbindung von Thron und Altar diesen antikirchlichen, antireligiösen Impuls. Das gibt es nicht mehr. Wir haben quasi einen Paradigmenwechsel vollzogen. Für uns sind die Versuche der religiösen Menschen und der Humanisten nach Sinnsuche, nach Lebensgestaltung, nach Konfliktbewältigung gleichwertig. Es sind verschiedene Antworten, aber sie sind gleichwertig. Und deshalb suchen wir auch das Bündnis mit den Kirchen, etwa im Kampf gegen Rassismus, gegen Antisemitismus etc. Und das funktioniert gut. Es gibt in Berlin das Bündnis für ein tolerantes Europa, das neulich gegen die Hess-Geschichten aufgerufen hat, gegen den Marsch in Mitte neulich, demnächst gegen die, wie heißen die den Staat nicht anerkennen?
Genau, gegen die Reichsbürger wird es eine Aktion geben von diesem Bündnis. Also wir arbeiten ganz eng, zumindest in dieser Frage, gegen Rechts- und Rassismus und Antisemitismus schon zusammen. Und ich würde mir wünschen, dass das auch noch in vielen anderen Bereichen funktioniert, etwa bei der Flüchtlingsfrage. Und deshalb rufen wir auch unsere Lebenskundelehrerinnen und Lehrer in den Schulen auf, sucht das Gespräch, das Bündnis mit unseren Religionskolleginnen und Kollegen. Vielen Dank. Annelies. Ich möchte zum einen das Beispiel aus Kanada nochmal aufnehmen. Das ist nämlich genau das Beispiel Behandlung und dergleichen, was Sie erwähnt hatten, dass wir Diskurse führen müssen, wie wir tatsächlich unsere Religionsbreite und Freiheit auch leben können und trotzdem als Gesellschaft einen großen Toleranzrahmen finden und die Praktikabilität beibehalten. Einen letzten Punkt. Ich möchte nochmal auf das eingehen, was Herr Beck gesagt hat. Ich glaube, wir haben verschlafen, als Bundesrepublik Deutschland in den letzten 30 Jahren einen Religionsdiskurs gerade mit den muslimischen Verbänden, mit den Gemeinden, mit der Ausbildung tatsächlich zu gehen. Der Punkt, dass die Humboldt-Universität jetzt erst reingeht, das waren Debatten, die wir geführt haben zum Thema Lutherdekade, Reformationsjubiläum, wo wir 10 Jahre mal überlegt haben, was heißt das eigentlich, Religionstoleranz zu leben, auch in der Auslebung. Und hier fehlt ganz viel Hintergrund. Und erneut, diese Situation haben wir nicht nur in Deutschland, sondern diese Diskussion müssen wir mittlerweile europäisch führen, damit andere Länder wirklich schnell in die Situation kommen, hier auch adäquat gesellschaftsrelevant unterwegs zu sein. Vielen Dank. Herr Willems, Herr Waldo, gibt es noch Fragen, auf die Sie vielleicht noch eingehen will oder einen Gedanken, den Sie jetzt vielleicht haben nach den ersten Fragen, den Sie noch teilen wollen? Naja, wir müssen auch in den Krankenhäusern inzwischen davon ausgehen, dass eben mehr Muslime dort sind. Und das, was Ärgernis unter anderen Patienten erregt, sind, wenn Muslime dort in 3- oder 4-Bettzimmern sind und die noch 30 Mann Besuch kriegen. Und da braucht man wirklich einen Humanisten, der denen das verständlich nahe bringt. Weil, so wie ich es erlebt habe, halten sich die Seelsorger da natürlich raus. Und das bringt natürlich auch unangenehme Stimmung, zumal wenn die Betten dann von den Klamotten, sag ich mal, der Gäste überall belegt werden und die anderen Patienten keinen Platz mehr haben. Das sind Sachen, wo jetzt zum Beispiel wieder in den Krankenhäusern auch Anti-Stimmung gemacht werden gegen die Muslime. Und da muss man natürlich auch mit denen reden. Das ist ja der Vorteil, dass wir immer Besuchszeiten jetzt haben, die jederzeit möglich sind. Ich meine, es wäre einfacher, wenn es auch muslimische Seelsorger, Seelsorgerinnen, Ansprechpartner gäbe, die dann die Schnittstelle sein können. Ja, oder dass man eben wirklich einen Humanisten dort präsent hat vor Ort, der sich eben darum kümmern kann. Das kann kein Ehrenamt leisten. Ja, vielen Dank. Herr Lenz. Drei kurze Bemerkungen. Zum einen zur Umgang mit den religionspolitischen Ordnungsfragen im Zuge der Wiedervereinigung. Ich denke auch, damals hat eine große Landnahme stattgefunden. Man muss mal sehen, wie die Positionen besetzt worden sind, die in den Landesregierungen dann die Verhandlungen mit den Kirchen geführt haben. Das sind alles Leute gewesen, die im Westen ausgebildet worden sind und dann in gewisser Weise das westdeutsche Modell dem Osten übergestülpt haben. Das ist nicht nur problematisch wegen der ganz anderen konfessionsstatistischen Verhältnisse, der ganz anderen religiösen Landschaft. Es waren ja nur noch ungefähr 30% der DDR-Bürgerinnen und Bürger Mitglied einer der beiden Kirchen, sondern es ist auch deswegen problematisch. Ein Beitrag vorhin hat darauf verwiesen, und es ist auch deutlich geworden in dem Beitrag über Frankreich, die DDR-Kirchen hat sich, oder große Teile des Protestantismus in der DDR sind eher staatsfern eingestellt gewesen. Sie hätten dieses Westmodell von sich aus gar nicht übernommen. Die SPD hat damals versucht, es gab in den Beratungen darüber, welche Verfassungsänderungen im Zuge des Vereinigungsprozesses notwendig ist, gab es eine breite Diskussion darüber, die auch von der SPD geführt wurde, über Religionsverfassung. Das hat damals die CDU abgeblockt und deswegen ist das nicht passiert. Wäre dringend notwendig gewesen. Der zweite Punkt zu Herrn Beck irgendwie, da würde ich gerne verstärken wollen, was Sie gesagt haben. Ich gebe zu, dass das jetzt ein bisschen polemisch ist, so wie ich es formuliere, aber manche Ihrer Argumente erinnern mich daran, irgendwie, wie im 19. Jahrhundert mit dem Katholizismus umgegangen worden ist. Sozusagen, das sind auch religiöse Menschen, die unter der Kuratelle einer fremden Macht stehen. So. Und da steht die Loyalität in Frage. So. Das Problem ist, wenn wir wissen aus dieser Zeit damals, dass sozusagen die Frage ist, dass man sehr genau überlegen muss, auch empirisch überlegen muss und sich ansehen muss, wie erfolgt gelingende Integration.
Und es gibt eben relativ viel Forschung darüber inzwischen, auch zum Beispiel über die Muslimbruderschaften in arabischen Gesellschaften, dass es sozusagen, dass immer dann Moderation erfolgt, wenn ein Integrationsangebot da ist. So, und dementsprechend würde ich auch darauf setzen, dass verbreiterte Angebote der Mitarbeit, na klar muss man sich auch der Gefahren klar sein. Wir können nicht vorhersehen, welche Folgen unsere Schritte haben werden. Und wenn man so will, die Merkpunkte, die Sie aufgemacht haben, sind ja wichtig. Und natürlich muss man das im Auge behalten. Aber dadurch, dass man das Stöckchen hinhält und sagt, du darfst erst dann mitspielen, wenn du drüber springst, wird man vermutlich keine Integration erreichen, sondern Frankreich, Studien in Frankreich zeigen, dass es gerade der Ausgrenzungsdiskurs gegenüber dem Islam ist, der zu massiver Radikalisierung geführt wird. Also die Ausgrenzung macht das Extremismuspräventionsprogramm nötig, nicht die Integration möglicherweise. Letzter Punkt, das ist die europäische, was das Arbeitsrecht anbelangt. Da gibt es in gewisser Weise einen eher problematischen Aspekt der Einmischung der europäischen Ebene. Im Maastricht-Vertrag ist explizit festgehalten worden, dass die europäische Politik sich in die nationalen Regelungen des Verhältnisses von Staat und Kirche nicht einmischt. Was der Europäische Gerichtshof und teilweise auch der Europäische Gericht für Menschenrechte, was die inzwischen machen, ist sozusagen ein eigenständiges europäisches Modell allen Gesellschaften überzustülpen. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass, also so wie Sie das geschildert haben, ich denke, die europäische Ebene ist für den Umgang mit solchen Fragen nicht die geeignete, sondern man muss sich die jeweiligen Verhältnisse in den einzelnen Ländern ansehen. Ein letzter Punkt genau zu der Frage, wie bekommen wir denn eigentlich mehr Spielraum mit Blick auf die Frage der Veränderung von kirchlichem Arbeitsrecht, der besonderen Loyalitätspflicht. Sie haben richtig erwähnt, dass die Kirchen selbst diese Problematik extrem sehen. Der ganze Bereich hat sich extrem professionalisiert. Das heißt, die Rekrutierung von Personal erfolgt ganz anders als früher. So, warum, obwohl die Kirchen das Problem sehen, warum sind sie so zurückhaltend? Und sie sind deswegen zurückhaltend, weil die Kirchen das vertreten, was in gewisser Weise in Zeiten des Kalten Kriegs schon mal en vogue war, nämlich die sogenannte Domino-Theorie. Die Kirchen haben, glaube ich, die große Sorge, dass wenn sie an einem der Punkte große Konzessionen machen in einer Diskussion, dass das ganze System der Kooperation von Staat und Kirche ins Rutschen zählt. Deswegen ist es, glaube ich, auch, sagen wir mal so, ich habe vorhin über Koalitionspartner geredet bei der Veränderung sozusagen der religionspolitischen Ordnung der Bundesrepublik. Ich glaube, man muss zum Beispiel, die Kirchen sind wichtige Mitspieler in diesem Feld, irgendwie, wenn man schafft, denen die Sorge zu nehmen, dass Entgegenkommen in einem Feld nicht notwendig bedeutet, sich sozusagen auf den Pfad Richtung französische Laizität zu begeben, dann kann man sie auch als Mitspieler gewinnen. Und insofern, auch da hängt sozusagen viel an der Einstellung derjenigen, die an diesem Diskurs teilnehmen. Mit einer Radikalisierungsprogrammatik wird man die religionspolitische Ordnung der Bundesrepublik nicht oder jedenfalls nicht so schnell verändern. Ganz kurz, Herr Lietz. Noch eine kurze Präzisierung. Danke für den Aufschlag mal zu Europa. Damit meine ich nicht die komplette Staatskirchenregelung oder Religionsstaatsordnung, sondern explizit beispielsweise die Punkte, die Sie genannt hatten, des Arbeitsrechts, also des individuellen Ausübens der eigenen Arbeit, wo sozusagen Dinge auch durchaus in Frage gestellt werden müssen, auch aufgrund der Kapazität. Danke. Wir haben noch Zeit für eine zweite Publikumsrunde und es gab schon vier Wortmeldungen, die würde ich jetzt als erstes gerne dran nehmen. Und zwar als erstes die Dame, genau, die sich gerade in Bewegung setzt. Bitte schön. Ja, mein Name ist Gisela Gebauer-Dehring, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, aus Bonn. Ich bin gehöre zu den säkularen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und ich war sehr enttäuscht von dem Beitrag meines Genossen im Podium von dem Arbeitskreis Christinnen und Christen, weil da kein Gesprächsangebot drin enthalten war, nach meiner Wahrnehmung. Und ich glaube, es reicht heutzutage nicht mehr, wenn die Christinnen und Christen mit den Muslimen sprechen, mit den Juden sprechen, aber nicht mit den Säkularen, mit denen die konfessionsfreie, aber auch zum Teil säkulare Muslime und Christen
in sich vereinigen, aber eine stärkere Trennung von Staat und Kirche wollen, als im Augenblick hier vorhanden ist. Ich will noch mal kurz auf die sozialen Einrichtungen kommen, die ja sehr einseitig sind, also in Nordrhein-Westfalen und insbesondere im Rheinland, bei uns in Köln, sehr stark christlich-katholisch dominiert sind. Und dann wird uns gesagt, wurde mir in der Pause gesagt, naja, warum macht ihr Säkularen und ihr Konfessionsfreien nicht eure eigenen Einrichtungen aus? Das ist, wie wir es auch aus der Wirtschaft kennen. Wer stark ist, wird stärker. Das heißt, die einen haben das Know-how, die haben die schönen Gebäude, die haben die ganzen Zentren von den Kirchgemeinden und die anderen sollen neu anfangen. Ich meine, da ist auch die, muss auch die Politik sich etwas verändern. Dieses Subsidiaritätsprinzip wird vor allem angewandt in Bezug auf freie Träger. Ich meine, der Staat muss häufig stärker als Träger in Erscheinung treten und zwar insbesondere in den Kommunen. Das heißt nicht oben, sondern unten anfangen. Subsidiarität heißt ja von unten anzufangen, vom Dorf, von der Bezirksvertretung, von den Teilen der Stadt, von Kiez und so weiter. Das heißt, dass dort auch Angebote der Gemeinden sind, von Räumen zum Beispiel, wo man sich treffen kann. Das ist ja heute das große Problem. Es gibt ja keine Kneipen mehr, die ein Hinterzimmer haben, wo sich früher die Parteien getroffen haben. Heute haben sie keine Räume mehr. Die ganzen Bürgervereine und so weiter, die suchen immer, die Initiativen von Bürgern suchen. Hier müssen die Kommunen gestärkt werden. Und da ist jetzt, die bekommen inzwischen etwas mehr Geld, aber sie wurden lange Jahre arm gespart. Und wenn hier nichts passiert, dann wird die Vielfalt in der Gesellschaft auch weiter leiden. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. In diesem Raum sind wir wirklich in einem der Sozialdemokratie sehr fernen Umfeld. Und insofern finde ich, dass man auch mal über unsere eigene Partei hier offen reden darf. Ich bin dankbar, Frau Willems, dass Sie die Charakterisierung, die ich auch teile, für die Lustlosigkeit der SPD, sich mit regierungspädagogisch-politischen Fragen auseinanderzusetzen, charakterisiert haben. Im Gegensatz dazu die Grünen, die den Mut hatten, nach einem Konflikt sozusagen nicht nur einen Kreis zu gründen, sondern auch ein Papier zu erstellen. Da sind wir weit von entfernt. Und ein Problem ist dabei, dass wir in unserer Partei bedauerlicherweise nach wie vor nach der Fliegenbeinzählerei vorgehen. Ich will ein Erlebnis erzählen. Ein Deutschlandfunk-Korrespondent hat in einem Konflikt, den ich als Person mit dem Generalsekretär hatte, über den Namen des Netzwerkes, das wir haben, gesagt, Sie müssten mal durch das Landeskirchenamt in Hannover gehen. 90% SPD-Wähler oder Angehörige. So, die Frage ist, die Definition nach dem Godesberger Parteitagsbeschluss Richtung offen für Religionen zu sein, hat mit der Realität der Gesellschaft nicht standgehalten, dass wir nämlich längst eine große Flucht aus den Religionen haben und die Claims festgehalten werden. Und dann sagt mir die Vorsitzende oder Gründungsvorsitzende unserer Arbeitsgemeinschaft für Muslime, wieso säkular sind wir doch irgendwie alle, dazu braucht es doch keine neuen Definitionen. Nein, ich glaube, wir brauchen den Mut, und zu sagen, Säkulare werden aufgrund ihrer kleinen Organisationszahl natürlich verglichen mit den großen Kirchen immer untergebuttert, wenn man nur denkt, man könnte sie an den Zahlen messen. Man muss sie an der Bedeutung messen. Und die Bedeutung ist, man flieht die Religion. Und der Prozess ist ganz dramatisch. Und meine eigene Partei begreift es offensichtlich nicht. Vielen Dank. Ja, ich möchte eine Sache, da fiel mir ein, als Herr Beck gesprochen hat, sagen. Wir haben ja in der Bundeswehr für die christlichen Religionen die Ansprechpartner, also für Katholiken, für Protestanten. Wir haben einen zusätzlichen Ansprechpartner für die Juden und die Muslime. Der Leiter der Rabbinerausbildung in Potsdam hat mir das selber gesagt, das ist nicht so. Besetzt wird das Amt grundsätzlich mit einem Rabbiner, obwohl die jüdischen Bundeswehrangehörigen ungefähr 10% der muslimischen Bundeswehrangehörigen ausmachen. Und dieser Rabbiner ist für diese beiden zuständig.
nur mal so, was wir auch an Zumutungen an bestimmten Dingen machen. Und ansonsten fehlt mir was anderes. Ich will einfach mal sagen, wie viel eigentlich, oder das ein Aspekt, der von den Türken ganz vehement gepowert wird, überhaupt nicht zum Tragen kommt. Ich habe sehr, sehr viele Jahre mit dem Forum für interkulturellen Dialog zusammengearbeitet. Das wird von türkischen Unternehmern finanziert und das, die haben den Ansatz, gemeinsame Diskussion der abrahamitischen Religion, das heißt Christentum, Judentum und Islam, zu führen, bundesweit. Der Sitz ist in Offenbach, die haben auch Veranstaltungen in Berlin gemacht. Es gibt in Berlin einen Verein, der nennt sich Dialog e.V., die regelmäßig einladen zu Veranstaltungen, wo auch immer protestantische, katholische Priester, also Würdenträger einladen zum gemeinsamen Dialog. Das findet in ganz breiter Ebene statt. Bei jedem Ramadan gibt es Fastenbrechen, wo Leute aus dem christlichen Raum bewusst eingeladen werden. Oder eben Leute wie ich, also die keiner Konfession anhören. Das, auch das wird dort akzeptiert. Und dieses sollten wir auch sehen. Nicht immer da, wo sie uns irgendwo negativ auffallen, sondern da, wo sie wirklich positive Arbeit machen. Und wir hätten dieses Projekt der Peterskirche, ein Haus für Wanden, nicht, wenn die türkische Seite das nicht powern würde, sonst wäre es schon lange tot. Vielen Dank. Es gibt zwei letzte Wortmeldungen, die ich zulasse. Einmal Frieda Otto-Wolf und dann der Herr in Weiß. Und dann gibt es eine Schlussrunde auf dem Podium. Ja, zwei Bemerkungen vorweg. Das ist eigentlich eine Art von Richtungsstellung. Ich habe nicht von 40% für den Humanistischen Verband gesprochen, von 10-20%. Wir haben eine Advokatenrolle für die Konfessionsfreien, aber wir denken nicht, dass die Konfessionsfreien alle humanistisch sind. Und das ist vielleicht eine Klarstellung, die wichtig ist. Was mir in Ihrem sehr schönen Referat, Herr Kollege Willems, gefehlt hat, ist das Schuld- und Grundgesetz, die grundsätzliche Gleichstellung von Weltreligionen und Weltreligions- und Weltanschauungsgemeinschaften verankert ist. Das ist sozusagen da eine lange Zeit relativ wirkungslos geblieben, aber es steht da schon. Was mir wichtig ist, ist der Islam angesprochen worden. Ich glaube, da gibt es nicht diese einfache Alternative, entweder draußen, bis er dann sich zivilisiert hat, wie Volker Beck das angedeutet hat, oder bedingungslos alle reinnehmen, sondern es gibt tatsächlich die Initiative, hier eine Islampolitik zu entwickeln. Da gibt es einen ganz schwachen Ansatz auf der europäischen Ebene mit dem Ibn Rushd-Preis. Ibn Rushd, wer das nicht weiß, Averroes, war eben einer der Vertreter des, kann man sagen, europäischen Islam, der dann im Osten nicht weiter zum Zuge gekommen ist. Also es gibt einen historischen europäischen Islam, der anders ist als der arabische Islam oder der pakistanische oder der indische. Wobei man auch das sagen muss, der Islam ist nicht einfach der arabische Islam und auch schon gar nicht der türkische. Also da zu differenzieren und tatsächlich auch die differenten Positionen zu fördern. Es gibt ja Ansätze zu einem Euro-Islam und die müssen gefördert werden. Das ist kein Grund jetzt zu sagen, wir halten ein Stöckchen hin für die anderen. Aber es ist ein Grund, tatsächlich auch gestaltend in diesem Feld tätig zu werden. Und drittens, also Bodo hat das, finde ich, etwas überzogen. Für uns ist das nicht völlig gleichwertig, was man denn so alles glaubt. Gleichwertig in dem Sinne, dass wir das alles anerkennen und nicht diskriminiert sehen wollen. Aber wir sehen es schon so, dass wir dafür kämpfen, dass Religionen erstens rational sich artikulieren und zweitens nicht diskriminierend sind. Also tatsächlich die Menschenrechte respektieren etc. pp. Und das ist kein leeres Kriterium, sondern die religiöse Praxis in vielen, auch in vielen Kirchen, entspricht dem heute noch keineswegs. Also das ist eine Anforderung an Religionen und Religionsgemeinschaften, hier noch sich zu entwickeln. Und da sind wir auch bereit, Ihnen mit Kritik zu helfen. Vielen Dank. Entschuldigung, dass ich noch was sage, aber das, was Sie gesagt haben, Herr Willems, das kann man so nicht stehen lassen. Wir sind in Europa. Das heißt, die Bundesrepublik ist Teil der Europäischen Union. Natürlich gelten auch die
die Rechtsakte der Union, auch die rechtlichen Grundlagen. Und zu sagen, jetzt hier, bei aller Sympathie für Ihren bisherigen Beitrag, dass man die Religion, das heißt die Verfasstheit, insbesondere Arbeitnehmerrechte hier in der Bundesrepublik, separat regeln sollte, das finde ich schon sehr komisch. Der EuGH in dem Urteil hat es nicht mit Rechtsquellen der Bundesrepublik begründet, sondern mit Rechtsquellen der Europäischen Union, die für uns natürlich bindend sind. Artikel 17a EVU, die Gründungsakte und so weiter. Und dann zu sagen, wir sollen es selber regeln, da bin ich echt fassungslos, wie man so auf so einem Podium etwas sagen soll. Dann muss ich Ihnen nur sagen, Sie sind in Europa noch nicht angekommen. Vielen Dank für Ihre Beiträge. Jetzt muss ich mal unserem Gastgeber einmal ganz tief in die Augen schauen und fragen, ob ich 5 Minuten überziehen darf für eine Schlussrunde. Ja. Vielen Dank. Ja, Herr Willems, Herr Litz, Sie sind nochmal auch ein bisschen direkter angesprochen worden. Sie haben alle jetzt nochmal die Möglichkeit, kurz was zu sagen, weil es auch noch offene Fragen gibt, gebe ich jetzt nicht noch eine zusätzliche mit dazu. Wenn Sie sich noch angesprochen fühlen bei was, dürfen Sie dazu noch was sagen. Ansonsten würde ich mir einfach wünschen, dass Sie noch einen Gedanken dem Publikum mit auf den Weg geben, was Sie einfach gerne möchten, was für Sie wichtig wäre, was als erstes, als wichtigstes wäre, was passieren müsste oder was auch einfach eine Frage ist, die jetzt für Sie noch im Raum steht, die man als wichtigste weiterverfolgen müsste. Herr Willems. Jetzt komme ich fast vor wie bei Plasberg. Ich denke da noch einen Moment drüber nach irgendwie. Ich würde aber jetzt gerne dann doch sozusagen auf die letzte Intervention noch mal reagieren. Was ich versucht habe deutlich zu machen, ist, dass es auf europäischer Ebene die Konkurrenz zweier Prinzipien gibt. Natürlich einerseits die Frage irgendwie Arbeitnehmerrechte, aber explizit ist sozusagen im Maastricht-Vertrag die Autonomie der religionspolitischen Systeme garantiert worden. Das bedeutet, dass wenn man sozusagen die Frage der Arbeitnehmerrechte diskutiert, man sie nicht allein auf dem Hintergrund sozusagen des europäischen Rechts diskutieren kann, sondern man muss den konkreten Kontext in der Bundesrepublik mit in den Blick nehmen. Man kann von europäischer Rechtsprechungsebene aus, gab viele Urteile, die, was weiß ich, irgendwie in gewisser Weise die Türkei und die Bundesrepublik über denselben Kamm geschert haben. Das ist eben nicht möglich. Es braucht einen spezifischen Ausgleich da. Das ist das Einzige, was ich gesagt habe. Damit ist auch noch gar nicht gesagt, ob ich nicht die konkrete Entscheidung vielleicht sogar richtig finde, sozusagen zu betonen, dass die, wenn man so will, die Loyalitätspflichten angesichts der zunehmenden Professionalisierung für viele Bereiche deutlich geringer angesetzt werden müssen. Aber das ist etwas, was vor dem Hintergrund und unter Einbeziehung der spezifischen Verhältnisse hier entschieden werden muss und was nicht unter Außerachtlassung dieses Gesichtspunkts auf europäischer Ebene gerichtlich entschieden werden kann. Vielen Dank. Herr Lietz. Gerne. Ganz spannendes Thema. Wir haben ja beispielsweise auch eine Debatte mal gehabt mit Sozialpolitikern, die auch den Diskurs mit den Kirchen oder mit anderen Religionsgruppen auch geführt hat in Deutschland. Auch das ist ja ein Prozess, der jetzt in den letzten 20 Jahren ja öfter stattgefunden hat, dass man immer wieder neu schaut und guckt. Und ganz praktisch gesprochen, in Ostdeutschland haben wir die Situation, dass viele Sachen einfach wegfallen, weil die tote Religiosität der Menschen gar nicht mehr vorhanden ist. Wir aber trotzdem, also das größte Krankenhaus ist ein diakonisches Haus in Wittenberg beispielsweise, wo ich herkomme, der größte Arbeitgeber. Dort haben wir eine ganz andere Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Situation, weil einfach das Faktische anders ist. Wir sprechen aktuell von der Einladung internationaler Pflegerinnen und Pfleger, damit wir überhaupt weiterhin den Grunddienst beschaffen können, bis hin zur Altenpflege. Also wir sind in einer ganz neuen Situation, auf die wir uns einstellen müssen und dementsprechend gelten aber gerade diese Rechtsakte, die explizit wichtig sind, auch für die Europäische Union, und zwar in der Vielfalt auch unterwegs sein zu können. Das nochmal zu nehmen. Ich wollte einen kurzen Punkt noch nennen, der hat mich von der Formulierung gestört, weil ich das wichtig finde. Es wurde vorhin kurz gesprochen, von Ost und Westen zusammengekommen, die Menschen in Ostdeutschland, die zu uns gekommen sind. Ich würde sagen, wir sind zueinander gekommen, von beiden Seiten, und das ist mir insbesondere wichtig, 30 Jahre Kanal. In der Frage der SPD und der Debatte, ich habe mich damals relativ früh eingebracht als Sprecher der Christen der SPD. Damals hatten wir eine Debatte zum Thema Laizismus und die verschiedenen, genau, die verschiedenen Diskurse der Religionsgruppen. Damals gab es auch keine
anderen Religionsgruppen. Und das ist natürlich die Frage, ist es eine Weltanschauungsgruppe, also ist es eine humanistische Gruppe oder ist es eine Laizismusgruppe in der Grundintention, eben wie man Religion auch besprechen möchte, beziehungsweise das Prinzip der strengen Trennung zwischen Religion und Staat und die Grundintention ist eine Gruppe, die in einen Diskurs treten möchte, wo wir eigentlich über Staatskirchenfragen sprechen oder Staatsreligionsfragen, die sich jeweils für ihre Religion einbringen in diesen Diskurs. Und von daher hoffe ich, dass diese Debatte weitergeführt wird, auch in der Pluralität, die wir nicht nur in der Partei, sondern in der Gesellschaft haben. Danke. Danke. Sie haben ja auch nachher noch Gelegenheit, wenn es Sie jetzt sehr juckt, kurz nochmal, also entweder sind Sie nachher eingeladen, noch hier zu bleiben, zu einem Imbiss und sich weiterzubringen. Ich weiß nicht, wie lange Sie noch da sind, aber wenn es noch Gesprächsbedarf gibt, Sie sehen sich ja sicherlich auch bei anderen Gelegenheiten mal wieder. Es scheint ein Thema, was noch Luft nach oben lässt, sich auszutauschen. Herr Osuch. Ja, ganz kurz noch zu Friede Otto Wolf. Vielleicht habe ich das ein bisschen sehr pointiert formuliert. Natürlich kritisieren wir auch Missstände in den Kirchen und innerhalb der katholischen Kirche wird die Diskussion heftig geführt. Stichwort Zölibat, Frauenrecht und so weiter. Das ist ja gar keine Frage. Der Unterschied nur zu früher ist, wir heben uns nicht mehr über die religiösen Menschen. Wir halten uns nicht mehr für die Besseren. Also die Giordano Bruno Stiftung, deren Arbeit ich hochschätze, hatte neulich eine Losung herausgegeben auf Plakaten etc. in der Kampagne: Glaubst du noch oder denkst du schon? Ich halte das für überheblich. Das würde, glaube ich, der humanistische Verband so nicht sagen. Das ist nicht anständig. Aber in der Bundesbahn sehen wir immer Werbeschilder mit Jesus liebt dich. Also. Ja, auch Sie sind herzlich eingeladen, nach der Veranstaltung noch weiter miteinander zu reden und nicht gleich nach Hause zu gehen. Ich glaube, Frau Osuch ist da auch offen. Ja, klar. Und das Zweite ist SPD. Also ich bin auch Sozialdemokrat und kann das, was zwei Genossinnen und Genossen hier gesagt haben, nur bestätigen. Es gibt neben dem Säkularen noch eine andere Initiative in Berlin für die Gründung eines Arbeitskreises Humanisten, konfessionsfrei in der SPD. Wir müssen bald ins Gespräch kommen, damit wir an einem Strang ziehen. Und wir hatten vor einer Woche erst ein Gespräch, auch bei dem Generalsekretär Klingbeil, mit dem kirchenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, Castellucci aus Baden-Württemberg. Das war nicht nur enttäuschend, es war erschreckend, was wir da gehört haben. Also zum einen hat man das überhaupt nicht für nötig gehalten, nach dem Motto, ja, bist du alle Humanisten. Und das Zweite war, man will uns auch gar nicht haben mit dem formalen Argument, es gäbe schon genug Arbeitskreise, es wird zu teuer. Wir müssen, die SPD hat weniger Geld. Könnte man zusammenlegen. Also jedenfalls, hier hat die SPD wirklich echt Nachholbedarf. Ich gucke gerade auf Siegfried Heimann, unseren großen Historiker. Der weist immer auf den riesen Kulturwandel hin, von früher zu heute. Wenn du in der Weimarer Republik in der SPD etwas werden wolltest, dann war es gut, bei den Freidenkern zu sein. Wenn du nach 45 bis heute was werden willst, dann ist es gut, bei den Kirchen zu sein. Und es wurde vorhin auf die konfessionelle, also auf den Rückgang der Kirchenmitgliedschaften, gerade in den Metropolen hingewiesen. Die SPD muss sehr, sehr aufpassen, dass sie auch in dieser Frage die Zeichen der Zeit nicht verpasst. Vielen Dank. Herr Waldokart. Ja, also ich bin der Meinung, wir brauchen in den Krankenhäusern heutzutage, wir dürfen nicht alles wirklich der Kirche überlassen. Wir brauchen humanistische Betreuer, die vor Ort sind, oder humanistische Seelsorger. Gerade in so einer Situation, wo es den Menschen oder jetzt ihren Angehörigen eben schlecht geht, da ist man denn mal dran. Warum ist denn keiner da, der mir entsprechende Ratschläge geben kann? Oder warum in den Ethikkommissionen, warum werden solche Entscheidungen gefällt und aber eine neutrale Person quasi oder eine humanistische Person ist da nicht dabei? Und, aber dafür braucht man eine Personaldecke. Und die Personaldecke kriegt man wieder dadurch nur, nicht nur mit Psychotherapeuten, weil die sind auch sehr dünn gesät. Denn man kriegt ja kaum über, also Wartezeiten von teilweise bis zu einem Jahr, wenn man dann einen Termin haben will. Man muss also wirklich diesen Studiengang Humanismus, den müsste man etablieren und dafür auch so eine Leute oder so eine Experten zur Verfügung stellen, die in den sozialen Einrichtungen und insbesondere den Krankenhäusern da tätig werden, bin ich der Meinung. Vielen Dank. Frau Schlottberg. Ach, es wurde schon so viel gesagt. Ich bin heute total inspiriert. Das ist doch schon mal was von dieser tollen Diskussion. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, ich hatte natürlich noch ganz viele Punkte im Kopf, aber ich würde mir für die Zukunft wünschen, vielleicht habe ich es auch bisher nur nicht mitgekriegt, dass diese Diskussion, die heute hier in dem Saal stattgefunden hat,
dass wir die alle da draußen, da aus der Tür raustragen und noch stärker darüber reden, weil am Anfang habe ich gedacht bei der Einladung, oh Gott, das wird bestimmt so ein theoretisches Gesülze. Aber das war es eben nicht. Es war ganz nah und ganz dicht bei den Menschen dran. Sowohl, also für mich jetzt ganz subjektiv, aber ich glaube, dass diese Diskussion höchste Zeit wird, dass wir sie da raustragen. Und das, wir müssen halt nur ein bisschen mutiger sein, das zu bereden und auch mal zu schauen, in der Tat, die Wertigkeit von Religionen oder die Wertigkeit von Gemeinschaften auf der einen Seite, aber eben auch die Grenzen, wo Religion eben an die Grenzen stößt, auf der anderen Seite das zu diskutieren. Es gibt eben auch Bereiche in der sozialen Arbeit, da stößt Kirche, christliche Kirche, an ihre Grenzen. Ich nenne nur als Beispiel Schwangerschaftskonfliktberatung. Und das ist etwas, das ist aber für Leute, für Frauen in der Gesellschaft in schwierigen Lebenslagen etwas ganz Wichtiges. Muss man einfach akzeptieren, da sind Grenzen und die müssen anders abgedeckt werden. Und diese Diskussionen, die heute hier gewesen sind, nehmen wir die einfach. Ich nehme hier ganz viel mit und trage das da raus. Und vielleicht können Sie das auch machen. Das wäre für mich schon ganz wunderbar. Danke. Danke. Was für ein schönes Schlussplädoyer hier auf dem Podium. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Diskutieren auf dem Podium. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Mitdiskutieren. Zwei Bemerkungen zum Schluss. Die eine, wir haben die Veranstaltung aufgezeichnet. Sie können in Kürze diese Veranstaltung auch nochmal nachgucken oder Ihren Freunden, Nachbarn, Eltern, Kindern, die heute nicht hier waren, nochmal zur Verfügung stellen. Wer sich von Ihnen per E-Mail angemeldet hat, bekommt den Hinweis zugeschickt. Wer sich nicht per E-Mail angemeldet hat, der kann gerne die E-Mail-Adresse nochmal bei der Anmeldung hinterlegen, dass auch Sie davon wissen. Und die zweite Bemerkung ist, Sie sind, weil die Diskussion natürlich nicht zu Ende ist, sondern gerade erst anfängt, die nächste Stunde noch ganz herzlich eingeladen. Bis 21 Uhr ist das Haufenhaus noch offen. Es gibt einen kleinen Imbiss und Sie sind eingeladen, bei etwas zu essen und zu trinken noch gemeinsam zu reden. Vielen Dank.